Carsten Rönert von der Nürnberger Versicherungsgruppe hat eigentlich einen Traumjob. Denn er darf alle Qualifikationsorte bereisen, ist immer dabei, wenn die besten Dressurpferde Deutschlands sich in dieser Traditionsprüfung messen. Mit dem großen Finale als Ziel in der Frankfurter Festhalle. In diesem Jahr ist der Nürnberger Burgpokal zum ersten Mal zu Gast bei Horses and Dreams. Was hat die Nürnberger Versicherung bewogen, hier Station zu machen? Nun, Hagen und Horses and Dreams ist ein absoluter Top-Veranstaltungsort mit einem tollen Flair. Viele Top-Reiter wollen Anfang der Saison hier reiten. Das ist für uns natürlich interessant, dort in diesem Umfeld auch unsere Burgpokalprüfung mitlaufen zu haben. Und wir sind mit den Veranstaltern gut übereingekommen, die auch von ihrer Seite Interesse daran haben, dass so eine Prüfung mit dem Programm ist. Und so sind wir uns da einig geworden, dass man das ins Programm mit aufnehmen konnte. Und ich denke, das ist für beide Seiten eine tolle Lösung, dass wir einfach mit zu diesem Horses and Dreams Programm dazugehören. Den Nürnberger Burgpokal, den gibt es schon viele, viele Jahre. Er gilt als führende Dressurserie für aufstrebende Grand Prix-Talente im Dressursport. Wohin geht der Weg und wie kommt die besondere Verbundenheit der Nürnberger Versicherung zum Reitsport? Nun, die Verbundenheit zum Reitsport, das hängt mit unserem heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Hans-Peter Schmidt, zusammen. Er hat als leidenschaftlicher Pferdemann, sage ich mal, selbst Reiter, inzwischen Präsident Bayerischen Verband, Präsidiumsmitglied FN, also immer noch sehr aktiv. Er hat diese Serie ins Leben gerufen, zusammen mit dem Rainer Klimke. Und wir sind damit im 23. Jahr. Und das hat sich einfach in diesem Rahmen, weil die Prüfung so passend gestaltet war, zu diesem Stellenwert entwickelt. Und deswegen ist die Nürnberger da auch ununterbrochen dran geblieben. Und das hat sich fortentwickelt und ist inzwischen für uns wirklich ein Aushängeschild des Unternehmens.